man hat ja nie ein Alleinstellungsmerkmal über viele, viele Jahre. Ne, wenn man etwas macht, dann gibt es immer nach einem bestimmten Zeitraum Leute, die das auch machen. Und so insofern ist man natürlich auch immer unter einem gewissen Veränderungsdruck. Das ist, glaube ich, natürlich. Und insofern sagen wir, die Dinge, die wir vor 10 Jahren gemacht haben, machen heute andere auch und so weiter. Und so muss man immer sehen, dass man wieder sich neue Dinge überlegt, sich mal weiterentwickelt. Wirklich großes Glück, dass ich eine wirklich tolle Mannschaft habe. Und das gilt auch vor allem im handwerklichen Bereich. Da haben wir richtige Typen, die bei den Bauherren gut ankommen, die ihre Bauaufgabe sehr ernst nehmen, die ehrlich sind, die sich hundertprozentig einsetzen. Die Rückmeldung bekomme ich auch von den Bauherren regelmäßig. Es geht bei uns pünktlich los, eher 5 Minuten früher als 5 Minuten nachher. Die Jungs halten sich an ihre Pausen, sind fleißig, unsere Baustellen sind aufgeräumt. Und das geht nur, das funktioniert nur, weil die Poliere, die Gesellen alle am gleichen Strang ziehen. Und da habe ich, denke ich, auch wirklich eine tolle Mannschaft übernehmen dürfen. Das beschauliche Dorf Büttel an der schleswig-holsteinischen Unterelbe. Hier arbeitet der 1847 geborene Johann Schütt als Zimmerermeister. Er überzeugt durch seine Leistung, denn er kann sich 1889 mit dem Kredit eines befreundeten Bauern selbstständig machen. Als Standort wählt er die unmittelbare Nachbarschaft des Bahnhofes St. Margarethen in Vlietsee, der seit 1878 der Verkehrsknotenpunkt für die Region ist. Johann Schütt weiß, was er kann und handelt umsichtig. Mit der Bahn steht ihm direkt vor seiner Tür die modernste Infrastruktur der Zeit zur Verfügung. Und er nutzt sie für seinen Betrieb, der neben der Zimmerei auch Bau- und Brennstoffhandel ist. Das Geschäft entwickelt sich sehr erfolgreich. Die Bauzeichnungen fertigt sein Sohn Hinrich an, der dafür ein großes Talent hat. 1900 übergibt er den Betrieb an seine Söhne Johann Junior und Carsten, die als großes Projekt 1901 den Auftrag für den Neubau der Schule in Landscheide bekommen. Das Gebäude steht bis heute, wie auch einige andere Projekte von damals, wie diese Villa in St. Margarethen. Aber schon ein Jahr später verlässt Johann die Zimmerei. Für ihn tritt Hinrich ein, der schon für seinen Vater die Bauzeichnungen anfertigte. Diese Konstellation der Gebrüder Schütt besteht bis 1910. Dann verlässt auch Carsten Vlietsee und gründet eine eigene Zimmerei. Hinrich ist fortan also Alleininhaber. Den Namen Gebrüder Schütt behält er bei. Sein 1898 geborener Sohn Martin beginnt am 1. April 1914 bei ihm die Lehre zum Zimmermann. 1916 wird er als Rekrut in den Weltkrieg eingezogen, macht 1919 seine Gesellenprüfung und studiert anschließend 3 Jahre an der Tiefbauschule in Rendsburg mit dem Abschluss Bauingenieur. Er arbeitet ab 1922 beim Provinzialverband von Pommern an Projekten für Wasserkraftwerke. Währenddessen gehen Gebrüder Schütt in Vlietsee durch das tiefe Tal von Inflation und Wirtschaftskrise. Von 25 Mitarbeitern schrumpft der Betrieb auf 5. Aber das Unternehmen überlebt. Martin kommt Ende 1925 wieder zurück und legt am 4. Juni 28 die Prüfung zum Zimmerermeister ab. Sein Vater Hinrich überschreibt ihm 1936 den Betrieb, inklusive der immer noch betriebenen Landwirtschaft mit 4 Kühen, und zieht in sein komfortables Altenteil gleich nebenan. Martin selbst wird 1940 mit 42 Jahren für 9 Monate zu seinem zweiten Kriegseinsatz eingezogen. Nach 1945 hält er sich mit teilweise ungewöhnlichen Aufträgen über Wasser. Mal sind es 10.000 Wäscheklammern für Hamburg, mal fertigt er Särge. Die Landwirtschaft mit ihren 4 Hektar ist das Standbein der Selbstversorgung. 1947 bessert sich die Situation allmählich. Sohn Hans legt 1949 die Gesellenprüfung ab und geht anschließend zur Landesbauschule in Eckernförde, wechselt von dort zum Studium nach Stuttgart.
Der heute 75-jährige Hans Frömming beschreibt die Situation im Betrieb in den 50er Jahren. Ja, damals, wie schon gesagt, war alles anders. Die Firma bestand aus 4 Leuten, 3 Lehrlingen und einem Altgesellen. Und der Chef hatte noch Landwirtschaft nebenbei, der Meister, 4 Kühe. Einen dicken Dänen hatten wir, ein Pferd, also richtig, richtig bupsig. Sohn Klaus beginnt am 1. April 1954 seine Zimmererausbildung beim Vater, am gleichen Tag wie Hans Frömming. Die beiden verstehen sich von Anfang an bestens und arbeiten eng zusammen. Dufte Kumpel. Wir haben die erste Zeit ja viel zusammengearbeitet. Er war Linkshänder, ich Rechtshänder. Wir konnten uns super ergänzen. Bloß auch beim Decken machen hatten wir immer Schwierigkeiten. Ich musste springen und er hat in den Kopf gestoßen. War ja halben Meter länger. Wir beide waren viel zusammen unterwegs. Passt ja von der Größe her nicht, aber Rechts- und Linkshänder ist so im Ausbau, Innenausbau, ist das hervorragend. 1955 wird der erste LKW angeschafft. Klaus studiert an der Bauschule Eckernförde und tritt 1961 als Bauingenieur in die Firma ein. Mit seinem Wissen und seinen Ideen gibt er in den nächsten Jahren Vollgas. Er bringt Tugenden mit, die für den Erfolg bis heute entscheidend sind. Er ist verlässlich, in allem absolut zuverlässig. Er wird damit Vorbild für das gesamte Team. Bis heute. Das Jahr 1962 bringt in der Rückschau den entscheidenden Schritt für Gebrüder Schütt. Das Unternehmen bekommt den Auftrag für den Bau einer Reithalle für die damals sehr erfolgreiche Dressurreiterin Rosemarie Springer. In dieser Zeit setzen Gebrüder Schütt erstmals zugekauftes Brettschichtholz ein. Die ersten Teile sind, glaube ich, in den Hamburger Raum gegangen. War auch für einen Laufstall nur so ein Mittelteil. An den Seiten links und rechts schlossen dann wieder Bauhölzer an. Aber auch ein Grund, um zu zeigen, das können wir und das Muffi. So war das. 1967 übergibt Martin dann den Betrieb an seinen Sohn Klaus. Gebrüder Schütt wird von Klaus schlank organisiert und effektiv geführt. Er baut eine zuverlässige und leistungsfähige Mannschaft auf, die trotzdem eine sehr familiäre Struktur hat. Die meisten Mitarbeiter stammen aus der unmittelbaren Umgebung. Er hatte wohl Interesse an meiner Person und wollen wir das denn versorgen oder wollen wir denn loslegen? Ja. Was wohl denn für den? Ja, hatte ich dann vorsichtig gesagt, ja, das und das, weil ich das schon mal rumgehorcht hatte. Das kriegst du bei mir auch, das ist kein Problem. Also das Geld, das war alles okay. Und ja, dann ging es weiter. Ja, dann holt er den Cognac-Buddel aus dem Schrank. Und dann hat er uns erstmal bei den Cognac eingeschenkt und dann war ich eingestellt. Und ich habe nie in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben. Ich habe nie ein Zeugnis vorgelegt. Ich habe nie meine Technikerprüfung vorgelegt. Klaus vollzieht den Wechsel, der für die Gebrüder Schütt entscheidend für die Zukunft sein wird. 1968 nimmt er die eigene Produktion von Brettschichtholz auf und macht sich damit von Zulieferern unabhängig. Das war richtig, richtig Knochenarbeit. Ich weiß gar nicht, was die Pressenbogen, 80 oder 90 Kilo? Die langen Teile und dann hoch. Und morgens über Nacht aushärten und morgens den ganzen Nusserkram wieder raus, an die Wand stellen, neues Profil machen. Wenn es nur über ein größeres Objekt war, ging das eben über 2-3 Tage. Dann war das schon ein bisschen lohnend. Da musste man noch schweißen, wenn das zu hart in der Biegung war. Ja, heute geht das alles per Geisterhand von oben. Klaus führt das Unternehmen, überzeugt Kunden und beschafft Aufträge. Sein Bruder Hans arbeitet als Tragwerksplaner zu und sorgt für die Wirtschaftlichkeit der Konstruktionen. Seine Arbeit wird mehr und mehr in das Unternehmen integriert, sodass er 1976 schließlich als zweiter Geschäftsführer eintritt und die Firma nun auch ganz praktisch wieder von 2 Brüdern geführt wird. In dieser Konstellation bringen die beiden das Unternehmen weiter nach vorn. Sie sind echte Entscheider. Diese Kombination erweist sich als erfolgreiche Lösung und macht die Zusammenarbeit mit externen Konstruktionsbüros überflüssig. Der frühere Mitarbeiter Edwin Holmer hat dafür ein schönes Beispiel parat. Der Bauherr hatte damals ein Angebot bzw. eine Planung von einem großen Schweizer Holzbauer.
Und der wollte alles aus so riesen Holzstämmen machen. Ja, da hätte man irgendwie in Mitteleuropa einen ganzen Wald abschneiden müssen. Und das war überhaupt nicht zu beschaffen. Und dann ist Klaus Schütt auf den Gedanken gekommen, nee, das machen wir anders. Und dann hat er anhand eines Modells, das er dann Wochenende zu Hause gebaut hat, hat er diese Halle verkauft. Also das war, was der sich ausgedacht hat, war nicht umsetzbar. Aber Klaus Schütt hat das umgesetzt. 1983 ändert Klaus die Rechtsform der Firma zur Gebrüder Schütt GmbH und Co. KG. 1999 geht Hans in den Ruhestand und etwa zur gleichen Zeit tritt der 1965 geborene Neffe Tillmann Schütt in die Firma ein. Er studiert Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin und sammelt anschließend einige Jahre Berufserfahrung bei Großprojekten. 2002 tritt der Diplom-Ingenieur in die Geschäftsführung ein und übernimmt 2007 den Betrieb von seinem Onkel. Seine Aufgabe ist es, den Generationswechsel im Unternehmen zu vollziehen. Die alte Kernmannschaft von Klaus schied zum großen Teil aus Altersgründen aus und musste ersetzt werden. Auch dieser Übergang erweist sich als sehr gelungen. 2012 erneuert Tillmann Schütt die gesamten Produktionsanlagen. Mit der Investition von mehreren Millionen Euro macht er den Betrieb mit modernster Technik wiederum fit für die Zukunft. Gebrüder Schütt GmbH und Co. KG ist heute einer der modernsten Betriebe für Brettschichtholz in ganz Europa und baut nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in Skandinavien und Großbritannien. Klaus Schütt und sein Bruder Hans sind bis heute dem Unternehmen eng verbunden und das Unternehmen ihnen. Sie legten seit 1968 den Grundstein für den Erfolg der Gebrüder Schütt Holzbau. Der 70. Geburtstag von Klaus wurde 2007 mit der Belegschaft und vielen Gästen zünftig gefeiert. Hans, der das Ingenieurbüro der Firma aufbaute, und Ernst, der Vater vom jetzigen Inhaber Tillmann Schütt, waren natürlich mit von der Partie. Wir haben ein sehr hohes Durchschnittsalter und die fühlen sich eben halt auch wohl hier. Und es wird nicht wie in einigen Betrieben da ein Kommen und ein Gehen gewechselt, sondern hier einmal in der Firma angefangen ist, dem gefällt er so gut, der bleibt auch bis zum Rentenalter. Und es ist ja früher so aus einem Kleinfamilienbetrieb, jetzt sind wir ein großer Familienbetrieb, kann man so sagen. Warum? Weil es einfach eine abwechslungsreiche Arbeit ist. Es ist kein stupides irgendwo darauf hinarbeiten, denn wir haben immer neue und sehr gute Objekte zum Aufstellen, rücken die eigenen Kolonnen, die das auch hier teilweise auch dann mit vorgefertigt haben, die rücken dann selbst aus und vor allem wissen sie dann auch dementsprechend, was sie angeschnitten haben und wo das gegebene Stück dann auch hin soll. Ne? Schütt Holzbau ist heute durch die Breite seines Teams befähigt, für den Bauherren als Generalunternehmer aufzutreten. So hat der Kunde nur einen Ansprechpartner für sein Projekt. Viele Einzelgewerke kann das Unternehmen selbst abdecken. Neben der Brettschichtholzproduktion sowie der Zimmerei verfügt das Unternehmen über ein eigenes Ingenieur- und Architektenbüro sowie Maurer, eine Schlosserei und eine Tischlerei. Die Hauptaktivität von Schütt Holzbau liegt heute im Industrie- und Gewerbebau, in der Erstellung von Reitanlagen und landwirtschaftlich genutzten Hallen. In den letzten Jahrzehnten entstanden viele sehr langlebige und vertrauensvolle Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden. Sie kennen die Baukolonnen zum Teil schon über viele Jahre und verschiedene Bauvorhaben, sind mit den Bauleitern, den Polierern und ihren Teams bestens vertraut und schätzen deren Qualität und Arbeitsweise. So prägt der Stil der Gebrüder Schütt Holzbau manches Betriebsgelände seit Jahren, auch mit den Erweiterungen der Anlagen. Die Projekte setzen mit ihrer Gestaltung sichtbare Akzente und belegen, dass Betriebsgebäude heute nicht mehr nur reine Zweckbauten sein müssen, sondern auch mit einer sehr ansprechenden Form und Farbgebung ausgestattet werden können. Aber was mir vielleicht als Kind schon klar war, dass ich diesen Geruch hier, dass ich diesen Geruch nach Holz und die Atmosphäre hier immer geliebt habe, geschätzt habe. Wir haben ja als Kinder hier, wenn wir bei unseren Großeltern zu Weihnachten oder Ostern waren, haben wir hier immer im Holz gespielt und ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinem Onkel. Also insofern war immer eine Nähe da, aber dass sagen wir, mein Onkel mich fragt oder so, das war ja seine Entscheidung. Also ich finde, Schütt ist ein schönes Traditionsunternehmen. Die Leute sind kollegial, es ist ein schönes Team.
Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Es ist immer eine Portion Ernsthaftigkeit dabei, aber auch eine Portion auch Lachen dabei und Humor. Und das macht einfach Spaß.